Ein herzliches Hallo zum 20. Türchen des beautifulen Adventskalenders. Das sind heute wir und wir sind ein bisschen aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass wir auf YouTube bei einem Adventskalender mitmachen. Und ich will nicht lang drum herum reden, ich sag euch, was es zu gewinnen gibt und was man dafür tun muss. Erstmal gibt es einen Gewinn. Guck mal, ich bin so neidisch. Dum, 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 dum. Du, du. Die Berlin-Kollektion. Irgendwie steht die Schrift hier auf dem Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil das irgendwie komisch aufgenommen wird hier. Ich mache das nämlich mit dem iPad, weil ich immer noch kein DSL habe. Und deshalb ist die Qualität auch nicht so gut wie sonst. Entschuldigung. Na gut. Das hier ist der Gewinn. Und ihr könnt ihn ganz einfach gewinnen, indem ihr auf unsere Website auf die Freunde-Seite schreibt, warum ihr gerne unseren Channel guckt und warum ihr den abonniert habt. Also Abonnent sein. Das ist schon Pflicht. Das geht auch ganz einfach. Das geht hier oben drüber. Hier irgendwo. Da. Da steht Subscribe oder Subscribe für alle, die jetzt kein Englisch mögen. Manchmal steht da auch Abonnieren, je nachdem, ob du Deutsch oder Englisch eingestellt hast. Und ja, ganz einfach. Einfach auf die Freunde-Seite. Die ist unten in der Infobox verlinkt. Und ja, weißt du Bescheid. Ich blende auch hier unten den Link immer nochmal ein. Ich zeige euch, ich muss euch da, ihr müsst da mal reingucken. Ich habe da noch überhaupt nicht geswatcht und nix und das fällt mir so schwer, weil ich habe diese Palette für euch in Berlin gekauft. Das heißt, das ist nicht nur The Berlin Collection von Catrice, die ja sehr vergriffen ist, sondern es war auch noch die letzte und sie ist original in Berlin gekauft worden von mir für euch. Die Farben sind ganz, ganz toll. Ihr könnt euch mal die Review dazu angucken. Tina hat eine gemacht, die verlinke ich euch auch. Bitte gib mir dazu ein paar Minuten, weil wenn ich das hochlade, muss ich erst die Infobox hinterher fertig machen. Okay, weißt du Bescheid? Ganz, ganz toll. Und nachdem ich die Review gesehen habe, denke ich mir, aber ich habe sie nicht nochmal gekriegt und ich bin stark und ich gebe sie euch. Ein ganz anderer Gewinn für alle die, die vielleicht sagen, ich möchte gerne ein paar Kilo abnehmen, ist, dass wir zwei Versionen von unserem Flatrate Diet E-Book in der neuen Variante, also in der 2.0 verlosen. Das bedeutet, ihr bekommt Flatrate Diet 2.0, das Buch. Und zwar einfach so, inklusive des VIP-Services, der im neuen Jahr extra dazu zu kaufen ist. Das bedeutet, man kann dann das Buch einzeln kaufen und der VIP-Service, der übrigens limitiert sein muss, weil meine Zeit halt limitiert ist, den gibt es extra dazu. Was ihr tun müsst, um das zu gewinnen, ist etwas ganz anderes. Und zwar schreibt ihr uns auf unsere Freunde-Seite, das heißt einfach direkt unter den Link zum Buch, Infobox, weißt du Bescheid, warum du gerne das Buch haben möchtest, also im Grunde genommen, was dein Traum ist und warum du dabei sein möchtest bei uns. Weil das ist wichtig, wir verlosen das nicht, also die Catrice-Palette, die wird verlost. Ganz normales Verfahren mit Random Org, hinterher werde ich die Nummer auswählen, dann abzählen, welches ist die Nummer des Kommentars und der Gewinn. Ganz einfach, no strings attached. Bei dem Buch ist es so, dass wir sagen, der mit dem eindrucksvollsten Traum wird das Buch bekommen. Und wir werden zwei Stipendien vergeben. Hier ist alles irgendwie seitenverkehrt, das irritiert mich so ein bisschen. Ich habe auch schon so 500 Outtakes, weil ich irgendwie irritiert bin. Aber ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt kann das natürlich sein, dass einer von euch das Buch schon hat und sagt, hey, da hätte ich doch gerne trotzdem einen Gewinn, der was mit dem Buch zu tun hat. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Unter denen, die das Buch schon haben, das heißt, die schon mit Flatrate Diet VIP sind, die können etwas sehr Individuelles gewinnen. Und zwar, sobald ich die 2.0 fertig habe, etwa der 4. Januar wird das sein, werde ich das Buch für euch ausdrucken und mit einer persönlichen Widmung euch als Papierwerk schicken. Oh ja. Das heißt, ihr bekommt etwas, was es ja normalerweise nicht ab Werk gibt, nämlich eine ausgedruckte Version von der Flatrate Diet. Das ist nochmal die Möglichkeit und ihr solltet mir einfach schreiben, warum ihr das gerne haben möchtet und wie euch das Buch bisher gefällt. Also im Grunde genommen, ihr habt es ja gekauft, das heißt, ihr wisst, was drin steht und auch da den Link unten drunter. Ein paar Infos noch, wenn ihr gerne die Catrice-Palette gewinnen wollt und ein E-Book oder eben die E-Book-Ausdruckversion, je nachdem, ob ihr es habt oder nicht, dann dürft ihr an beiden teilnehmen. Also das ist kein Ausschlussverfahren oder so. Das bedeutet, das hier kann jeder bekommen
Und fürs E-Book kann sich auch jeder bewerben. Nur das Ausgedruckte, da brauchst du natürlich ein vorliegendes Werk, weil das ist sowas wie eine Special Edition für die bisherigen VIPs. Was ich noch sagen wollte, ich bin Make-up-süchtig, ich schwöre, aber das wollte ich gar nicht sagen. Es haben viele gefragt auf Facebook, wo ich denn diese Wimpern her habe. Und ich habe diese Wimpern von Cosmetic for Lesboy. Jetzt hat es gewackelt, weil ich dagegen gestoßen bin. Ich zeige euch nämlich jetzt mal welche. Und zwar habe ich davon einige. Und das sind halt echt Haarwimpern, aber die kriegst du für echt wenig Geld. Guck mal, ich habe hier noch so unterschiedliche. Das sind jetzt hier längere. Ich habe jetzt die mittellangen dran. Hätte ich gewusst, wie lang die sind, hätte ich mir die kurzen bestellt. Und das hier sind, glaube ich, die richtig langen. Steht das hier irgendwo? Nee, doch. Das hier, das M steht für Medium und das steht für Long. Und ich trage jetzt hier Medium. Das heißt, Long wird mir wahrscheinlich bis zu den Augenbrauen gehen. Das ist noch etwas anderes, also Cosmetic for Less. Da kriegt ihr das und das kostet um die 4 Euro, obwohl das Echthaar-Dinger sind. Weil ich habe auch andere, aber damit sehe ich immer aus wie ein Transvestit. Und ich habe ganz viele, ganz schöne. Hier, die sind auch noch schön. Die hatte ich nochmal nachbestellt, weil ich welche verlost hatte und dann waren die nicht da. Ja, dann habe ich die. Die schneide ich immer in Stücke und nehme nur den äußeren Wing und klebe den auf. Und, na, das sind dieselben. Oh, dann habe ich noch welche von Catrice. Die sind ganz schön. Guck mal. Die sind auch geil, oder? Ich habe die noch nicht getragen, weil ich habe mich nicht getraut. Und es gibt noch welche, die finde ich auch ganz schön. Die sind von P2. Sind eher so Karnevalsdinger oder so. Aber ich finde, die sind einfach der Hammer. Das ist irgendwie geil. Mache ich vielleicht mal irgendwas mit, wenn ich noch ein bisschen besser Make-up kann. Das habe ich übrigens schon relativ gut gelernt, finde ich, im Verhältnis zu meinen Anfangszeiten. Weil ich mochte das schon immer, aber zwischen Mögen und Begabung gibt es einen Unterschied. Das ist klar. Oh mein Gott. Das ist ein Weihnachtsvideo. Und ich wollte euch gar nicht voll quatschen. Deshalb, ihr wisst es Bescheid. Auf meiner Website steht auch nochmal ganz genau, wie ihr gewinnen könnt und was die Bedingungen sind. Weil ihr wisst es, ihr müsst 18 sein. Oder wenn ihr unter 18 seid, braucht ihr eine schriftliche Einverständniserklärung eurer Eltern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, bla bla. Sowas Übliches halt, ne? Weißt du Bescheid? Und die Gewinnerbekanntgabe wird dann live auf Blog TV sein. Ich denke, dass ich die Gewinner bekannt gebe zum 1. Januar. Weil das wird ein bisschen dauern, gerade für die E-Books. Da möchten wir doch schon euren Traum wissen und dann gemeinsam entscheiden, wer gewinnt. Weil Alf und ich suchen halt uns die Besten aus, zusammen mit dem Händler, der unser E-Book verkauft. Und wir stellen euch das zur Website, zur Abstimmung. Ich finde, das ist fair. Gegebenenfalls auch auf Facebook. Das weiß ich nur nicht. Website oder Facebook. Siehst du schon? Okay. Alle weiteren Links und alles, was ihr braucht, ist hier unten drin. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten, richtig tolle Geschenke, dass ihr einfach sagt, jawohl, ich freue mich, das war toll und das war super. Ja, und Blog TV geht hoffentlich auch bald, wenn die unser DSL bringen. Da glaubst du nicht, weißt du, die haben angerufen und haben gefragt, ja, damit wir den Anschluss legen können, dürfen wir den Nachbarn, den Baum des Nachbarn fällen. Ehrlich gesagt, das weiß ich doch nicht. Und dann hat ein Hirsch angerufen, extra geil, weißt du, von dem Verein selbst. Und dann sagt er, ja, aber da war doch nie ein Telefonanschluss. Nur irgend sowas mit einem Computer oder so. Ich meine, okay, ist ein DSL-Anschluss sowas Exotisches, dass er das nicht kennt, obwohl er da arbeitet. Brrr. Naja, okay, bis dann, ihr Lieben. Ich freue mich auf Dienstagabend, da ist wieder Blog TV. Blog TV Link tue ich auch unten rein und denkt dran, alle, die mitschreiben möchten, die müssen eine Freundschaftsanfrage stellen, weil nur Freunde dürfen bei mir auch chatten. Das ist wichtig, weil ich habe nicht immer Lust, als wir das nicht so gemacht haben, da kam immer welche rein, zeig mal deine Titten und so, es tut mir leid. Wir machen Blog TV und nicht Fuck TV oder sowas, von daher, naja, weißt du Bescheid. Bye, bye.